Jetzt schon. Das Fühlen der Tür, ob sie warm ist, wird gemacht wie? Mit der Hand drücken. Warum das? Damit ich mir die Innenfläche der Hand, falls es doch heiß sein sollte, nicht verbrenne, damit ich immer noch was greifen kann. Ja? Das heißt, ich fange dann an, die Tür abzutasten, ob sie warm ist. Der Türgriff ist auch so ein Zeichen. Na gut, dann braucht er, glaube ich, die Temperatur nicht mehr wirklich cool, wenn der Tür abgeschmolzen ist. Wir haben also jetzt erkannt, dass wir einen Brandraum haben mit der Tür, ja, die mit der Temperatur beauftragt ist. Wir wollen jetzt wissen, was hier drin los ist. Das heißt, der Tropfmann hat es vor in der Hand, du kommst hier hoch, geht an die Tür dran, mit der Tür rein, du bist auf der anderen Seite der Tür. Und in diesem Fall gibt jetzt der Truppführer sein Zeichen, weil der muss sich darauf einrichten und der hat seine Waffe in der Hand. Ja? Und diese Waffe, das gebe ich euch jetzt schon als Parole aus, wird auch nicht in Ruinen gelassen. Ja? Das ist das Ding, was euch da drin einen Arsch rettet. Und dann heißt es auch, wenn ihr irgendeinen anderen Auftrag habt, weil ihr seid ja jetzt alles mindestens zum zweiten Mal hier, dann kann man vielleicht schon überlegen, ob man da drin auch was anderes auf euch zukommt, weil ihr braucht immer nur den Verschober zu kommen, vielleicht kriegt ihr auch hier und da mal einen Auftrag. Wie es im realen Leben ja auch so ist. Und wenn ich dann gerade keine Hand frei habe, weil ich die andere Hand für irgendwas zu bewegen brauche, das Rohr wird nicht aus der Hand gegeben, egal was passiert. Der Rückzugsweg, der wirklich ist immer in die Fahnenrichtung. Das ist in dem Fall hier der Fahnenverteil des Verkehrs. Also dann wird einfach das Rohr in die Hand, das dreht sich um und geht auf euch raus. Das macht ihr einmal. Danach hat es dann vorne der Ausbilder gesehen, dann haut er euch noch so ein Ding in die Ohren. Das kommt aber dann von hinten. Aufpassen. Wir wollen jetzt gucken, was da drin los ist. Und wir wollen versuchen, das Mengenverhältnis in dem Bauchgasgemisch zu stören. Wir wollen die Energie schon mal rausziehen. Wir geben mal 3 Sprühstöße rein. Das ist eine Empfehlung. Ein roter Faden. Vielleicht kann es auch sein, dass ihr noch 2x3 Sprühstöße reingeben müsst, weil der Raum einfach viel zu groß ist, weil der Rauch sich schon viel zu sehr gesenkt hat und viel zu viel Energie da drin ist. Und wir es mit 3 Sprühstößen nicht packen. Das müsst ihr sehen, das müsst ihr dann erkennen. Was macht der Rauch? Kommt was zurück? Kommt nichts zurück? Wie reagiert er? Hört es pulsieren auf? Wird es stärker? Er macht jetzt die Tür auf, aber meiner Meinung nach soll er auch nicht stumm sterben. Ja? Das heißt, die Tür wird aufgemacht nach deinem Zeichen und das Zeichen kommt laut und deutlich. Tür auf. Rufst du? Tür auf. So, jetzt hat der Frankie mal ganz kurz die Möglichkeit, einen von den Kopf zurück. Du musst ein Stückchen aus der Hocke raus. Du musst jetzt hier oben ein Sprühbild abgeben und versuchen, die Energie aufzusaugen. Dabei möchten wir, dass das Wasser, was er abgibt, auch da reinkommt. Das soll nicht am Frank sein Helm, an seinem Arm und auch nicht am Türblatt hängen bleiben. Ja, das heißt, der Arm muss mal ein Stückchen weiter nach vorne gestreckt werden. So sieht es aus, damit das Rohr auch wirklich da drin ist. Jetzt werden 3 Sprühstöße abgegeben. Macht das. Für zu ist das Kommando. Jetzt wird hier draußen gezählt. 21, 22, 23. Jetzt hoffen wir, dass sich da drin irgendwas verändert hat, was es uns angenehmer macht, da reinzugehen. Das heißt, von ihm kommt wieder das Kommando. Tür auf. So, und jetzt gehst du rein. Für loslassen. Einer hinterher im Prinzip, der nachgehende Druck führt den Schlauch. Alle mal ausdrucken. Temperaturkontrolle durch. Die Temperaturkontrolle sieht wie folgt aus. Das Licht ist nach oben gewandt, an die Decke gucken und es wird ein Sprühstoß an die Decke abgegeben. Das machst du. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Die wären? Es prasselt aufs Visier. Wasser kommt zurück oder Wasser kommt nicht zurück. Ja? Wenn das Wasser zurückkommt, ich höre es und ich kann es sehen. Was passiert dann, wenn das Wasser zurückkommt? Dann ist es zu kalt. Was es dann bewegen würde, vielleicht mal unseren Standort zu ändern. Wenn es nach vorne hin weiter kälter wird und das Wasser kommt weiter zurück, was könnte denn dafür ursächlich sein? Ich laufe in die falsche Richtung. Hier wird das Wasser in den seltensten Fällen zurückkommen. Das heißt, es geht weg. Das ist für uns das Zeichen, oh, die Temperatur ist so heiß, dass das Wasser verdampft. Ab wie viel Grad füllen sich die kleinen Rauchzungen in der Rauchschicht?
Dann haben wir Pyrolysegase, die sich entzünden können. Ein bisschen über 300. Dann haben wir soweit, dann sind wir soweit, das Wasser kann dann eh nicht mehr runter und die Gase sind so weit aufgeheizt und erhitzt temperaturmäßig, dass sie sich wirklich selbst entzünden können. Jetzt kommt der Flaschenhofer auf euch zu. Und zwar in diesem Kastenmaß, weil der kann sonst nirgends hin. Der muss da durch. Und jetzt besteht dann für jeden bei drei Spülstößen die Möglichkeit, einen in die Ecke, einen in die Mitte und einen in die andere Ecke zu setzen. Vielleicht reichen drei auch nicht. Dann muss er noch einen vierten oder einen fünften hinterher setzen. Das wird er sehen. Ihr müsst nur schnell sein. Schnell, aber trotzdem ruhig und nicht ins Wort verheißen, weil du willst dann ziemlich schnell machen. Ganz viel. Niemals und würde nicht in den Ofen reinspülen. Drei Spülstöße nach oben und ab. Genau. So, mit dem Rohr, diese drei Spülstöße, hier hinten landet er. Mit dem Schlüssel, den Spülstöße abgeben müssen, und dann wird das Rohr länger geöffnet. Und wenn ihr das Rohr so lange aufhabt, dass wir Jungen rausschwimmen, wisst ihr, dass es zu lang oben war. Ja? Also guckt, dass ihr da irgendwie ein Verhältnis mit dem Rohr findet. Yeah.